Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Ich zeige dir heute die Anleitung für mein Minibuch mit Wasserfall. Dieses hier, das waren meine Swaps für Dortmund, für On Stage. Das geht wie folgt, klein, aber fein, aufzuschlagen, die Karte, oder ein kleines Buch. Und jetzt kommt der Wasserfallmechanismus. Wenn ich hier ziehe, blättern sich der Reihe nach Seiten um. Und ich habe mir das so gedacht, dass man darin Erinnerungen, Texte, Bilder festhalten kann. Einfach als kleine für die Veranstaltung, nach der Veranstaltung. Und wie ich das Buch gemacht habe, diesen Mechanismus, das zeige ich dir heute. Vorbereitet habe ich Designerpapier aus dem neuen Mini-Katalog, der ab 3.1. gültig ist, das mit den Mohnblumen. Der Name ist schon wieder weg, den Katalog kann ich dir nicht zeigen. Deswegen, du wirst es finden im Katalog, ganz viele Mohnblüten, Mohnblumen. Das Designerpapier habe ich verwendet und ich werde nachher das Set Glückskäfer einsetzen. Das ist das Gastgeberinnen-Set aus der SAB-Aktion. Das bekommst du, wenn du für 200 Euro bestellst. Dann kannst du dieses dazu bestellen. Stelle ich erstmal beiseite und jetzt sage ich dir die Maße, die ich verwendet habe. Die Grundkarte außen ist 7,5 x 21 cm. Dann habe ich dafür Designerpapier in den Maßen 7 x 10 cm, einmal vorn drauf, einmal innen und einmal für die Rückseite. Dann habe ich für den Mechanismus einen Streifen geschnitten in den Maßen 7 x 21 cm. Gefalzt habe ich ihn bei 5, 6, 7, 8, 9 und 10 cm. Halte das mal hoch und dann siehst du, dass ich schon vorbereitet habe. Ich habe schon doppelseitiges Abreißklebeband auf diese entstandenen Felder aufgeklebt. Da kommen nachher die Wasserfallseiten. Zugeschnitten habe ich eben jene Wasserfallseiten. Und zwar zuerst eine kleine Seite. Ich habe mir das so gedacht, immer abwechselnd. Einmal Designerpapier, einmal Flüsterweiß. Das erste Feld ist 7 cm, alle Felder sind 7 cm hoch oder breit und dieses ist 4,5 cm lang. Das nächste Feld ist weiß, 7 cm mal 6 cm. Das nächste Feld ist wieder Designerpapier in 7 mal 7 cm. Das nächste Feld habe ich flüsterweiß, 7 mal 8 cm. Weiter geht's mit einem Designerpapier. 7 x 9 cm und das letzte Feld ist 7 x 10 cm. Wie wird das gearbeitet? Es geht gleich los. Ich klebe gleich auf. Die Felder, wie gesagt, das lange Feld bleibt hier. Hier der Reihe nach 5 cm, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Das heißt, auf das kleine Feld 7 x 4,5 cm. Klebe ich auf das erste Feld auf. Da vermittle ich das. Das ist das einzige Feld, was fest aufgeklebt wird. Dann sieht das so aus. Ziehe den ersten Streifen ab und klebe jetzt bündig zum Rand dieses Feld. Also ich setze immer vorne bündig an, schaue, dass es gerade liegt, gebe das erste Feld ab, ziehe das nächste Feld ab, nehme das Designerpapier, lege wieder vorne bündig an, gerade und klebe hinten auf den Streifen. Siehst, das erste Feld fest, dann der Wasserfallmechanismus umzublättern. Weiter geht's. Das nächste Feld ist in dem Fall das weiße Feld. 7 x 8 cm, wieder vorne bündig, gerade und festkleben. Das Designerpapier in 7 x 9 cm, vorne gerade, aufkleben, bündig. Es blättert im Abstand von 1 cm. Das letzte Feld klebe ich auch auf, das werden wir dann noch gestalten. Aber das schaffen wir auch, wenn es schon aufgeklebt ist. So,
Somit ist das Stück fertig. Wo ist das Muster? Ist schon versteckt hier hinten. An der Seite siehst du dieses Feld zum Rausziehen. Dafür habe ich unsere Stanze genommen, bezaubernde Anhänger. Dieses Ende hier lege ich ein. Und zwar kann ich das, obwohl es breiter ist, trotzdem einfädeln. Mittel das aus. Hier unten schaue ich, dass es mittig anliegt. Links und rechts in etwa der gleiche Abstand. Notfalls messen. Stanzen. Ausziehen. Stanze schließen. Dann entstehen hier solche Beinchen und die schneide ich einfach nicht zu schräg so ab. Mal sehen, ob das nachher passt. Relativ gleich die Prägung. Wenn ich das richtig gleich hinbekommen möchte, lege ich das hier wieder an und schneide es so schräg. Somit ist unser Schiebemechanismus, wie auch immer, schon fertig. Ich falze jetzt nochmal der Reihe nach alle nach. Letzte Feld habe ich, lege ich hier hin. Jetzt nehme ich das Cover für außen. Das habe ich schon vorbereitet, aber ich zeige es nochmal mit dem Schneide- und Falzbrett. Eingelegt bei, ist 21 cm lang, 7,5 breit. Ich lege es bei 10,2 cm bzw. so etwa bei 4 Inch an und ziehe eine Falzlinie. Und das mache ich von der anderen Seite auch bei 4 Inch und ziehe die andere Falzlinie und habe dadurch einen Steg, der ist in etwa ein Viertel Inch breit. Kein Zentimeter, das war zu breit und dann passt das Ganze von der Technik nicht. Aber so funktioniert es ziemlich genau. Jetzt klebe ich auf. Nehme außen das Gestreifte. Setze es so auf. Fand das in dem Fall mal witzig, dass die Mattung nicht überall gleich breit ist, sondern oben und unten breiter. Links und rechts ziemlich schön. Auf der Rückseite das bunte Motiv. Da muss ich einmal aufpassen, dass es nicht falsch rum aufgeklebt wird. Oh, das funktioniert. So. Somit ist außen ziemlich weit fertig. Dann klebe dieses hier nach innen auf die linke Seite. Ausmitteln. So, für die Innengestaltung habe ich jetzt außerdem zugeschnitten, jetzt muss ich meinen Zettel umdrehen, alles habe ich mir nicht gemerkt, einen Streifen als Befestigung von 9,5 x 2 cm, den habe ich links und rechts bei einem Zentimeter eine Falzlinie gezogen, ziehe jetzt den Falz nach, dieser Streifen wird hier aufgeklebt. Aber noch nicht gleich, sondern erst nachher. Also gleich. Dann habe ich auf der linken Seite zugeschnitten dafür ein Stück 4 cm mal 9,5. Ich habe es bei 3 cm gefalzt, bei einem Zentimeter an drei Seiten gefalzt, die Ecken rausgeschnitten und kann es jetzt als Tasche auf die linke Seite aufkleben. Falte das um, falte das schon mal vorher so fest und klebe es jetzt hier relativ nah an der Kante, aber nicht überstehend auf. Hier kann ich Kleinigkeiten im Mini-Album verstecken. Zum Beispiel eine Visitenkarte, einen Gruß, ein Tag, was auch immer. Jetzt kommt die Schwierigkeit, die ich bei 40 Teilen, die ich damals als Swaps gemacht habe, mal nur zweimal falsch gemacht habe. Mal schauen, ob es heute wird.
Diesen Mechanismus, diese Halterung klebe ich hier innen an, lege ich hier außen drum und klebe das Ganze hier rein. Also dann mal los. Hier hinten ein doppelseitiges Abreißklebeband. Hier an die Seiten zwei Stück Abreißklebeband, links und rechts. Dieses Teil setze ich jetzt hier auf, mittig, es steht ein wenig über, lege meinen Mechanismusstreifen hier rein, ziehe die doppelseitigen Abdeckungen von den Klebeflächen ab, so, schaue, dass ich das so mittig wie möglich jetzt hier reinklebe. Worum liegt es? Das ist der Mechanismus. Ich will ja nicht, dass du meine grauen Haare siehst, aber es lässt sich wohl nicht vermeiden. So, jetzt bitte ich hinten auch nicht versteht. Jetzt kann ich es zufalten, jetzt falte ich es auf und jetzt blättert sich der Mechanismus bis ganz hinten. Ich kann mein Album ausfüllen. Wunderbar, ich bin zufrieden. So weit gestaltet und jetzt kommt der Feinschliff. Erstmal den Klebstoff schließen. Jetzt schaue ich mal, wie ich das am besten gestalte. Ich habe von den anderen Teilen noch so ein kleines Stück geprägten flüsterweißen Tonkarton übrig. Den klebe ich hier auf die linke Seite. Da ist die Schrift aufgeprägt. Schöne Prägeform. Verwende ich ganz oft und wenn hier Schnippel übrig bleiben, sind die natürlich genau richtig für so ein Projekt. Klebe ich hier genau auf. Ja. So. Dann habe ich schon mal mit dem Glückskäfer-Stempelset einen Glückskäfer gestempelt und ausgemalt. Den werde ich hier oben aufsetzen. Dann gibt es hier so einen Gruß, alles Liebe zum Geburtstag. Den stempel ich mit Memento. So, Stempelklotz her. Schauen, dass ich ihn gerade setze. Das ist immer so eine Sache bei mir. Aber was soll? Ich dachte mir, ich setze das hier unten einigermaßen gerade drauf. Passt gerade. So, und der Käfer kommt hier oben hin. Und jetzt habe ich natürlich beim Ausschneiden mal ganz locker die Fühler oben abgeschnitten. Das bedeutet, ich nehme mir den Käfer nochmal. Das ist der Blumenkäfer. Deswegen, wenn man eine Blume in der Hand hat, setze ich hier auf den Block. Und wo geht er hin? Da geht er hin. Da sitzt er drauf. Jetzt habe ich die Fühler wieder drauf und mit Abstandsklebepunkten setze ich jetzt das Käferchen oben auf. Da sitzt er. Hat er wieder Fühler bekommen? Passt das schon mal? Und dann dachte ich mir, mache ich hier vorne eine Schleife dazu. Die wird nur mit einem Doppelknoten aufgeklebt. Kleine Dekoration. Immer noch ein kleines Stück. Schneiden schräg ab. Immer so, dass wir das Käferchen sehen. Ja, wir machen mal. Aha. Dann werde ich wohl noch ein bisschen ziehen müssen. Also bin ich halbwegs zufrieden. Und dann habe ich hier Violetten. Jetzt weiß ich auch, wie das Designerpapier hieß. Mohnblütenzauber. Die Violetten drücke ich jetzt ringsrum um das Käferchen. Super,
aufstellen. Versuch das so ein bisschen ungleichmäßig hinzubekommen. Man weiß, bekomme ich nie hin. Wird immer irgendein System drin sein. Nur will er nicht mehr. Letten. Gehen wir einfach drauf. Netzerkram. Ist ganz still. Volle Konzentration. Da haben wir doch noch ein ganz anderes Gerät. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Mal den Aufhebhelfer. Bin gespannt, ob er mir mal hilft. Jo, passt. Und einen Klebepunkt haben wir noch. Da. Mal nachgeklebt. Ziehen wir noch ein Stück. Es hält. Ich hoffe, es hält. Niemand bewegt sich. So, dann schlagen wir das vorsichtig um. Alles, was ich hier ins Fach reinschiebe, ist jetzt durch dieses Schleifenband noch ein bisschen befestigt. Wo kommt die Kappe hin? Dahin. Und jetzt will ich hier noch was aufstempeln. Das mache ich, indem ich ein Stück Papier unterlege. Stempeln ist das nicht das Problem, aber nachher, wenn ich ausmale. Und zwar habe ich mir gedacht, hier kommt die große Blüte hin. Und dazu das fliegende Käferchen. Setze ich hier oben drauf. Gerade so. Ja. Ganz knapp fliegt das Käferchen. Und was haben wir noch? Einen schönen Spruch, und zwar: Ich wünsche dir alles Gute. Setzen wir hier oben wieder so gerade wie möglich hin. Und außerdem guckt hier unten dieser noch um die Ecke. Dann ist es richtig voll. Aber warum denn? So, da ist er. Und jetzt nehme ich die Stamping Blends und male etwas aus. Ich habe das Olivgrün genommen. Das nehme ich hier. Die Käfer bekommen einen blutroten Pelz, also die Flügel natürlich nur blutrot. Hier komplett.
dann habe ich endlich mal eine Möglichkeit, Blütenrosa einzusetzen. Das habe ich nie. Da kommen rote Bäckchen, rosa Bäckchen zu den Marienkäfern. Da kann es gehen. Kiefergrau geht an Arme und Beine und hinten an das Kittelchen. Jetzt ist die Frage, ob ich tue es. Die Blüte wird jetzt Tatsache Himbeerrosa, weil in dem Designerpapier dieser Farbton ist. Also haue ich hier mal richtig drauf. Brauche mal ganz schnell Gelb für den Blütenstand in der Mitte. Hier wird es richtig bunt. Ich arbeite mit Himbeerrot dunkel und dem Hellen. Bei dem Hellen nehme ich jetzt die breite Seite, die Pinselspitze und male hier mal locker drüber. An den Stellen, wo ich damit über das Dunkle male, bekomme ich dann so einen Farbverlauf hin. Ich kann praktisch die Farben miteinander verblenden. Da haben sie ihren Namen mehr. Mache ich erstmal ein bisschen grobflächig. So, dann wird hier mal ein bisschen öfter drüber gemalt und immer wieder und dann gibt es irgendwann diesen Farbverlaufseffekt. Die Farben ineinander übergehen. Dann gibt es noch den Farbaufheller. Mit dem male ich jetzt, den wir den fast drunter legen, wichtig. Die Blends malen durch, also ganz wichtig, dass ich da jetzt hier die Unterlage drunter habe und jetzt sieht er auch den Effekt und praktisch Schattierungen. Durch die Verblendung gehe ich nochmal drauf mit dem nochmal über die dunkleren Stellen in die hellen rüber. Und so kommt es zu diesem Farbverlauf. Noch einmal den Farbaufheller. Das kann man eine Weile machen, nur nicht zu lange. Dann würde sich das Papier auflösen. Aber da hat man relativ schnell den richtigen Dreh raus. Ich hebe das mal hoch, zeige das nochmal. Ja, und Farbverlauf, Blüte. Ich glaube, ich setze hier noch ganz minimal, aber wirklich ganz minimal hier in die Mitte ein bisschen von meinem Blutrot, weil es ist außen in der Blüte auch. In den Blüten vom Designerpapier ist Blutrot auch mit drin, das werde ich hier einfach mal so ein bisschen vermalen. Also ich bin damit ziemlich zufrieden. Ja, der große Ausmaler. Sagen zwar viele, bei mir stimmt's auch. So. Doch, ich bin zufrieden. Jo, ich wünsche dir alles Gute. Und dann haben wir hier die Wasserfallblätteralbum. Machen das Ganze zu. Außen gibt es noch ein paar Pailletten drauf. Ich lasse das so. Das Einzige, was ich noch mache, ist, ich nehme meinen Faden hier. Hier an, gehen wir durchgeführt. Schneide ab und mache das jetzt mal ganz einfach. Vorne habe ich einen Knoten, also kann ich hier auch einen Knoten setzen. So. Arbeitstisch aufräumen. Warum sieht das hier immer so aus? Ich weiß es nicht. Jo, das war's. Mein Mini
Album, Minibuch mit Wasserfallmechanismus, Logik auf und so wird dazu. Eventuell setze ich hier gleich noch ein Designerpapier auf die Rückseite, damit das versäubert ist. Das war das Projekt für heute. Falls du Fragen zum Projekt hast, schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du unter dem Video und natürlich auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Den Mini-Katalog von Stampin' Up und die dazugehörige Celebration-Broschüre. Nein, ich mache sie noch nicht auf. Kannst du bei mir gern bestellen, anfordern, schicke ich dir zu. Sei gespannt auf den Inhalt. Ich freue mich schon, wenn ich dann viele Sachen aus dem Katalog im Januar richtig zeigen kann. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.